Willkommen zu unserer App Accurator. Im Folgenden möchte ich Ihnen unsere App vorstellen und zeigen, wie sie funktioniert. Öffnet man die App und drückt auf das Logo, so wird man zur Karte weitergeleitet. Hier sehen wir die Karte mit vorgeschlagenen Orten, erkennbar an den roten Nadeln. Oben sehen wir die Suchleiste, wo man das gewünschte Ziel eingibt. In der unteren Leiste sehen wir die Reiter mit Karte, Profil, Einstellungen und Favoriten, also den Lieblingsorten des Benutzers. Tippt man nun auf die Suchleiste und gibt in diesem Fall Supermarkt ein, werden die Ergebnisse angezeigt, die dem Suchbegriff am nächsten kommen. Ergebnisse werden nach der Entfernung nacheinander aufgelistet. So wird Supermarkt A vor B gelistet, aufgrund der kürzeren Entfernung zum Benutzer. Man hat nun die Option, weitere Informationen über den Supermarkt abzurufen, indem man auf das Suchergebnis drauftippt, oder man geht direkt mit Hilfe der Navigation der App zum Supermarkt, indem man auf den Button Route berechnen drückt. Drücken wir drauf und schauen, was passiert. Wir sehen eine grüne Blase, die den eigenen Standort markiert, und den blauen Weg, der die Route zum gewünschten Zielort, in diesem Fall den Supermarkt A, anzeigt. In dem unteren Feld wird die Navigation eingeblendet und beschreibt, in welche Richtung der Benutzer bei der nächsten Anweisung gehen muss. Wir gehen zurück zu den Suchergebnissen, indem wir auf den blauen Pfeil rechts oben drücken. Von hier aus kommt man zurück zur Karte, indem man wieder auf den Pfeil rechts oben drückt. Schauen wir uns aber erstmal die weiteren Infos zum Supermarkt A an. Dazu gelangen wir, indem man auf das Feld von Supermarkt A drückt. Hier sind Bilder des Ladens bzw. der Einrichtung zu sehen, die der Kunde hochladen kann. Wir sehen eine grobe Beschreibung des Supermarktes, zum Beispiel die Sterne, die die Gesamtbewertung aller Kunden symbolisieren, oder die Recycling-Symbole, die anzeigen, wie hoch die Energiebilanz ist bzw. wie viel Prozent der bezogenen Energie aus erneuerbaren Energiequellen stammt. Neben den Bildern der Kunden kann man ebenfalls auf Route berechnen drücken und wird zum Laden navigiert, oder man drückt auf Mehr Infos und ruft damit diese ab. Tippt man auf Mehr Infos, so wird der Screen ausgefüllt und es werden zusätzliche Informationen angezeigt, wie die einzelnen Kundenbewertungen über den Laden. Wird eine Kundenbewertung nicht vollständig angezeigt, wie zum Beispiel bei der zweiten Bewertung, erkennt man dies über den Button Mehr neben der Kundenbewertung. Drückt man auf diesen Button, wird dem Benutzer die vollständige Kundenbewertung angezeigt. Zurück kommt man über den Button zurück zu den Kundenbewertungen, der sich unterhalb der vollständigen Kundenbewertung befindet. Da so groß wie bei jedem Screen der untere Reiter angezeigt wird, kommt man zum eigenen Benutzerprofil. Hier wird dem Benutzer sein Benutzername angezeigt, sein Energierating, also wie gut die durchschnittliche Energiebilanz eines Ladens ist, den er besucht, oder auch sein gesamtes Ersparnis, welches er durch das Cashback-System erzielen konnte. Der Benutzer hat außerdem die Option, Freunde hinzuzufügen und deren Energierating einzusehen oder seine eigene Bewertung zu lesen und bearbeiten.